Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Horror-Game Montag. Heute spielen wir zusammen ein Indie-Horror-Game. Es nennt sich Evil Crow. Und in dem Horror-Game sind wir irgendwie... Wir hatten irgendwie eine Autopanne, soweit ich es richtig verstanden habe. Und befinden uns mitten an so einem Feld. Und dort scheint es irgendwie zu spuken. Und es hat irgendwas mit Ritualen und keine Ahnung. Also, ich weiß nicht wirklich viel über das Spiel. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich bin super gespannt. Ist ein Indie-Horror-Game. Das heißt, es kann sein, dass es heute vielleicht ein bisschen eine kürzere Episode wird. Weil die Indie-Horror-Games sind ja meistens etwas kürzer. Ich bin super gespannt, hab mega Bock drauf. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht mal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack. Geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo. Und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und wir spielen jetzt Evil Crow. Let's go. Okay, I can't continue driving this car. Ich kann dieses Auto nicht weiterfahren. Oh, das kannst du wirklich nicht, Bruder. Perhaps I'll find assistance further down the road. Ja, vielleicht finde ich Hilfe was weiter unten, entlang der Straße. Oh, Bruder, das Ding, auch wenn es aussieht wie ein Auto, was ich mir aus Pappe zusammengebaut habe. Ich meine, ich bin einfach größer als das Auto. Und das ist so ein Minivan. Ah, who cares? Who cares? Okay, ja, wir haben eine Autopanne. Na super. Bestes Horrorfilm-Szenario, oder nicht? Okay, wir können sprinten. Hüpfen können wir nicht, ducken können wir uns auch nicht. Okay. Ach, das ist kein guter Start. Absolut kein guter Start. Eine Autopanne mitten an so einer Feldstraße. Das hat schon Horrorfilmpotenzial. Naja. No exit. Okay. Laufen wir weiter geradeaus oder wollen wir da rein? Wir können auch da rein. Okay, ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach mal so tun, als wäre mir das wirklich passiert. Und dann würde ich, also, wenn ich jetzt realistisch sein müsste und mir würde sowas hier passieren, dann würde ich hier am Straßenrand entlang laufen. Und einfach mal gucken, ob ich jemanden finde, der mir helfen kann. So, hier, okay, es geht nicht weiter. Alles klar. Ja, dann hat sich das natürlich schon erledigt und ich darf selber nicht entscheiden. Also müssen wir wohl leider in das Feld rein. Ich habe gehofft, wir können es ein bisschen verhindern, dort reinzukommen, aber... Naja, okay. Ab geht's. Schöner Pfosten. Wow. Oh, kann man da so reinsteppen? Oh lol, kann man? Oh nee, das will ich nicht. Oh nein, ich habe mich schon verirrt. Habe ich mich schon verirrt? Nein. Junge, die Wow. Alter. Okay. Ich mag ja diese Indie-Horror-Games, also... Ihr könnt mir immer wieder gerne welche empfehlen, wenn ihr welche kennt. Oder wisst ihr, was für Vibes mir das gibt? Texas Chainsaw Massacre. Da haben die auch so eine Panne mit so einem Van. Und dann laufen die so das Feld entlang und dann steht da so ein Haus. Und dort suchen sie Hilfe. So wie wir es jetzt tun. Hallo? Okay, wir brauchen ein Tool, um das hier zu entfernen. Wir sollen uns jetzt hier ein bisschen umgucken, vielleicht finden wir etwas. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt machen würde. So, ich bin gestrandet, ja, okay, mein Auto ist am Arsch. Ich würde da jetzt nicht unbedingt irgendeine Tür aufbrechen wollen. Aber gut, wenn wir das tun... Oh. Ein bisschen Blut, schadet nie. Das ist bestimmt... Wisst ihr, was ist? Das ist kein Blut. Das ist so Traubensaft. Die haben hier Trauben gequetscht, um Wein zu produzieren. Ganz einfach. Ja, Texas Chainsaw Massacre ist ja auch so ähnlich. Hier ist alles voller Blut und hier liegt eine Axt, die ich mir jetzt geschnappt habe. Das ist ein gutes Zeichen, das weiß ich noch nicht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt hier rumgucken und mit einer Axt ein Haus aufbrechen, aber... Na gut. Scheint wohl normal zu sein, hier wo wir gerade sind. Bam. Bam, bam, bam. Oh Gott. Hallo. Okay, merkwürdige Zeichen. Oh. Oh. Okay, ich weiß, in welche Richtung das gehen soll. Ach du Heiliges, okay. Es wirkt so... Oh, ein Schlüssel. Okay, wir haben einen Schlüssel.
Ja, ich glaube, wir befinden uns an einem Ort, wo wir hätten niemals eine Autopanne haben sollen. Ja, es sieht so aus, als wäre das so irgendwie. Alter, gruselige Vogelscheuche. Ja, es sieht so aus, als wären wir an einem Ort, wo sich eventuell ein Kult rumtreibt. Okay. Brauchen Benzin anscheinend. Und dann, um den Traktor dann da wegzufahren oder was? Weil wir sehen ja offensichtlich, da unten ist eine Türe, eine Falltüre, die in den Keller führt. Okay. Was geht hier? Kann man das aufmachen, zufälligerweise, das Gate? Ah, klar, wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Stimmt. Ja, das sieht eher so aus, als wäre das hier so ein Ort von einem Kult. Wo wir niemals wahrscheinlich hätten hingehen sollen. Ist das noch mein Gebäude? Oh ja. Das ist ein Riesengebäude. Oh. Hi. Ist da wer? Hallo? Ich hatte eine Autopanne und dachte, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Sinister Ritual. Ja, hier wurde auf jeden Fall ein merkwürdiges Ritual ausgeübt. Oha, das Haus ist riesig, oder? Alter, wie hoch ist denn das bitte? Oh, noch mehr Blut. Hallo? Alles steht so leer. Es hat so ein bisschen die Optik von Fierce to Fathom. Das finde ich ganz nice. Das ist so eine Art Kirche hier drin. Okay. Oh, Benzin. Genau das, was wir gebraucht haben. Creepy. Ja, hier wird auf jeden Fall irgendetwas ausgeübt, wovon wir eigentlich kein Teil sein wollen. Was zum Beispiel in der Welt? Ich bin gerade übel erschrocken. Okay. Es ist Nacht geworden. Es hat irgendwie geblitzt oder so und die Vogelscheuche ist weg. Naja. Wollen wir uns jetzt mal hier nicht durcheinander bringen lassen. Irgendwie komisch. Es hat auch immer so einen Zwiespalt, gell, bei dieser Grafik, weil es halt diese alte Optik hat. Das ist ja mit Absicht so gemacht, dass es so aussieht. Und das ist immer so ein Zwiespalt. Einige finden es mega geil und nostalgisch und andere sagen, das sieht kacke aus. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin da voll auf den Geschmack gekommen, was diese Optik an Horror-Games angeht. Es hat ein bisschen wie bei Fears to Fathom, wo wir da auf diesem Fire Lookout waren. Ihr erinnert euch? Wo wir auf diesen Turm mussten. Und aufpassen mussten, dass es nirgendwo brennt. Ist ja auch eine ähnliche Grafik. Ich finde das ganz nice. Was zum Teufel? Früher habe ich sowas auch nicht gefeiert, aber inzwischen finde ich es echt ziemlich geil. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber man hört unsere Schritte nicht mehr. Vorher hat man unsere Schritte noch gehört. Okay. Junge, wie random. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, ihr habt so eine Panne, ja? Und ihr lauft dann durch so ein Feld und findet so einen Bauernhof. Und dann kommt ihr hier so rein, ihr seht, ah, okay, da ist so eine Falltür, da ist ein Traktor drüber. Ich hole jetzt erstmal Benzin, fahre den Traktor weg und gehe dann da unten rein. Das wird doch kein Mensch machen, oder? Hui. Okay. Der unterirdische Sektentunnel, oder was? I need a pickaxe. Okay, wir müssen eine Pickaxe suchen. Der unterirdische Sektentunnel. Hier treibt sich der Kult rum. Ich will gar nicht wissen, was die unten machen. Kinder fressen oder so. Holy shit. Oh nein. We've acquired a flashlight. Na super. Ja, wir haben eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe zu bekommen ist nie ein gutes Zeichen. Das heißt, es wird dunkel.
Ja, auf jeden Fall ist safe so ein geheimer Kult. Ui. Okay, da unten ist Blut oder Stacheln. Yo, das sind so Stacheln, holy. Holy moly. Ich werde da jetzt einfach mal nicht reinfallen. Auch wenn man das bestimmt kann, aber das wollen wir gar nicht ausprobieren. Ja, das ist so ein unterirdischer Tunnel, wo sich dieser Kult wahrscheinlich rumtreibt. Und keine Ahnung, was die hier unten machen. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal Hallo rufen soll. Hallo? Ist da wer? Bin eigentlich nur hier unten, weil ich eine Autopanne hatte. Und ich bin... Oh! Nein, 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 nein. Warte mal. Ah! Ich hasse es, wenn wir gejagt werden. Okay, pass, pass, pass. Ja, aufpassen. Junge, das ist eine verfluchte Vogelscheuche, oder was? Mach es kaputt! Schneller! Los! Ist sie weg? Sie ist weg. Alter, was zum Teufel? Irgend so eine verfluchte Vogelscheuche kommt da auf einmal. Hab ich aber instant gesprintet gerade. Das habt ihr aber gesehen. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, wir sind irgendwo ganz woanders jetzt rausgekommen. Ist komplett neblig. Oh, diese miese Vogelscheuche. Chill. Oh, die wird immer schneller. Und wie sie schnell ist. Alter. Lauf, 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 lauf. Du kannst mir gar nichts. Okay. Sie ist ziemlich schnell. Links oder rechts? Links oder rechts? Da, zum Auto. I see a bus in the distance. I'm lucky. Ich sehe einen Bus in der Distance. Jetzt kann ich abhauen. Es ist eh weg. Schnell zum Bus. Huh. Bus. Goodbye. Hi. Mich würde... Eigentlich hätte mich interessiert, was auf der linken Seite ist. Können wir ganz kurz da noch hinlaufen? Komm, wir laufen ganz kurz nach links. Ich will kurz wissen, was da ist. Ob es noch einen anderen Weg gegeben hätte. Ah, okay. Da wäre es gar nicht lang gegangen. Das heißt quasi, wären wir nach links gegangen, hätten wir verkackt. Dann hätte uns wahrscheinlich diese gruselige Vogelscheuche geschnappt. Also dann, gehen wir mit dem Bus. Hi. Hello there. We'll be leaving soon. Wir werden bald gehen. Setz dich hin. Okay. Junge, du siehst aber auch ein bisschen merkwürdig aus, ha? Huh? So chillt er. Naja, okay. Setzen wir uns hinten rein. Ich hoffe, dass wir jetzt gehen. I'm not alone. Ich bin nicht alleine. Oh oh, jemand anderes kommt auch in den Bus. Wer denn? Oh, kann ich aufstehen? Ah! The end. Thanks for playing. Ey, das war lustig, oder? Ich fand es witzig. Ich mag manchmal diese... Ich finde, diese Horror-Games, auch am Horror-Game-Montag, die müssen nicht immer so unbedingt übel lang sein mit so dem übelst, mit der übelst krassen Geschichte. Mich kann man auch mit sowas Simplen unterhalten. Guck mal, das war übel simpel gehalten alles. Simple Grafik, halt auf diesen alten Style. Du hattest halt eine Autopanne und alles, was du gemacht hast, war halt einfach in dieser Farm. Ja, irgendwie... Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was unsere Aufgabe da so wirklich war. Eigentlich haben wir ja nur Hilfe gesucht, aber ja. Und dann kam halt diese verfluchte Vogelscheuche, die uns dann gejagt hat. Dann denken wir uns so, wow, wir kommen weg, setzen uns in diesen Bus rein. Fehlanzeige. In diesem Bus sitzt natürlich, also der Busfahrer hätte uns ja weggefahren, es war ja alles cool. Aber dann kam diese Vogelscheuche, hat ihn gefressen und hat uns dann gefressen. Ey, ich fand das witzig. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich mag diese kurzen Indie-Horror-Games und die kann man auch... Weiß nicht, finde ich einfach nice, immer mal wieder auch sowas zu zocken. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Was sagt ihr zu diesen kürzeren Indie-Horror-Games? Feiert ihr die auch so wie ich oder sagt ihr eher, lieber was mit einer krassen Geschichte ist cooler oder ganz im Gegenteil? Wie auch immer, schreibt es mal unten rein.
und natürlich auch wie immer weitere Spielvorschläge. Ja, wenn ihr also irgendwas Cooles kennt, wo ihr sagt, boah, Dennis, das musst du unbedingt spielen, dann schreibt es wie immer unten in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns am Mittwoch mit einem weiteren Video. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, passt auf euch auf, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Ganze, für den ganzen Support und fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich zu guter Letzt noch bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Nico Bergmann, Dine Biene, Judith Gamelin, Belief 187, Drache 12, Steven Lohr, Alibaba, Lara Rickers, Klicker Chris, Drache, Hope 1800, Sayrox 06, Dave, Jasmin, The Cat Lady, Variola, Lara, Daisy, Marlene Tillmann, Jessica Krück, Ian The One, René Steckel, Rebecca, Annika K., Alexandra Gerstmann, Flauschvieh, Vanessa, S. Zipkibil, Bobel Daya, Firehead 1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, Lauren, René Kote, Jessica, Magdalena Kantler, FJ Mountain, Anna Rose, Diaboli 666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Maria Pantu, Denna, Tina Karaman, Cyber Psycho XX, Steven Lead, John Jokes, Justin Richter, Steffi, Kinga 1613, Lea, Brody's Rainbow, Steven Schulz, Verena Alberer, Rexy TV, Alina Eisentraut, Chiyoko Vanni, Totti Botti, Mira Jane, Pyrojan 95, Khalid, Kai, Dapassi, Sandy Yuki, Fate Chiara, Lea Tabea, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Mitch, Juna da Luna, Strubbelhaar, Kim S. und Mandy 172. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.